Ja, es ist so, als ich im Gebet darüber war für das Thema heute, da kam mir das so stark in den Sinn. Da habe ich gedacht, ja, ist das wirklich dran für heute? Umso mehr, wenn wir jetzt gehört haben, dass da hinten ein Haus brennt, ist das wirklich jetzt ein Thema, mit dem man sich beschäftigen soll. Ja, es ist es. Ich habe wirklich aufs Herz bekommen, über dieses Thema zu sprechen, Sünde. Und ich denke, dass es für uns hier und auch für andere da draußen in der weiten Welt ein wichtiges Thema sein wird. Guck mal, es ist ja so, wir leben in einer Welt, wo die Realität der Sünde von vielen geleugnet wird. Ich verfolge das auch auf Facebook immer wieder, irgendwelche Gespräche, Kommentare, die Leute abgeben. Viele Menschen, die glauben überhaupt nicht mehr an die Existenz der Sünde. Wir haben auch darüber schon gesprochen. Komischerweise, keine Partei hat das Thema Sünde in ihrem Parteiprogramm. Das wird einfach nicht thematisiert. Es ist eigentlich für mich der Höhepunkt der Schwachsinnigkeit, muss ich ehrlich sagen, dass Menschen behaupten, dass es keine Sünde gibt. Du kannst ja Begriffe finden für alles Böse auf der Welt. Es gibt Mord, es gibt Totschlag, es gibt Vergewaltigung, es gibt Raub, es gibt was nicht alles, aber Sünde gibt es nicht. Also das ist ja völlig irre. Du kannst genauso sagen, dass es zwar Daimler gibt und Mitsubishi und BMW, aber Autos gibt es nicht. So, du könntest sagen, es gibt Schraubenzieher und Hammer und Nägel und alles, aber Werkzeug gibt es nicht. Also das ist einfach irre. Weil der Begriff, der all das Böse zusammenfasst, das ist Sünde. Ich behaupte mal und bin auch davon überzeugt, aber ich weiß, dass ich deswegen von vielen als Fanatiker angesehen werde. Aber es ist so, ich glaube, wenn wir die Sünde erkennen würden in ihrer Abscheulichkeit, in ihrer Wirkung, in ihrer Konsequenz, den Schaden, den die Sünde anrichtet, wir würden tatsächlich die Sünde mehr fürchten als Corona und alle Seuchen und Pesten und jede Not, die es auf der Welt gibt. Davon bin ich überzeugt. Das Problem ist ganz einfach, dass wir Sünde nicht wahrhaben wollen, dass es totgeschwiegen wird, dass selbst wir, die wir uns Christen nennen, ein Problem mit diesem Thema haben. Wir reden oft über alles andere, aber nicht über Sünde. Jetzt guck doch mal, wie viel wir in den letzten Monaten über Corona gesprochen haben und wie man sich gegen Corona schützen könnte, ob man sich schützen kann. Und hast du nicht gehört? Corona, wo du hingehst. Du kannst über Corona mit jedem reden. Wenn wir erkennen würden, wie schlimm Sünde ist, dann würden wir über Corona kein Wort mehr verlieren. Weil Sünde so gefährlich ist. Das muss man sich einfach mal bewusst machen. Ich glaube, was wir als Gemeinde, aber auch als Welt brauchen, ist eine viel größere, detaillierte Sündenerkenntnis. Aber es mangelt ja schon da, dass wir Wissen über Sünde haben. Du kannst ja nur zum Glauben kommen, du kannst dich ja nur bekehren, du kannst ja nur von neuem geboren werden, du kannst das Evangelium nur verstehen, wenn du Sünde verstehst. Wenn du das nicht verstehst, dann wird alles andere ja hinfällig irgendwo. Also lass uns mal ein bisschen über diese Definition nachdenken, was das überhaupt ist, Sünde. Weil guck da mal, für mich war das auch früher so ein bisschen abstrakter Begriff. Ich glaube, wenn du die Gesellschaft reinschaust, die würde es auch akzeptieren, dass man zum Beispiel gewisse Taten als Sünde benennt. Grobe, schlimme Dinge, die Menschen tun. Immer wieder sind Menschen in den Medien, die Schlimmes getan haben. Da würde man auch sagen, ja, das ist ein Sünder. Und dann hat man schon die zweite Definition, also eine Tat als Sünde und dann eben die Person als Sünder. Und wenn man noch tiefer hinschaut, dann könnte man die Einstellung eines Menschen auch noch als sündig definieren. Sprich, wenn ein Mensch egoistisch ist, wenn es ihm egal ist, was sein Handeln für andere anrichtet, dann würde man sagen, ja, das ist ein Sünder, ein schlimmer Egoist. Und das sind tatsächlich drei Punkte. Das eine sind Taten, das andere ist die Person als Sünder und das dritte ist die Einstellung eines Menschen. Und schon wenn man da genauer hinguckt, wirst du feststellen, wenn ein Mensch
auch etwas Gutes tut, und jetzt wird schon etwas Kompliziertes, wenn ein Mensch etwas Gutes tut, aber hat eine egoistische Einstellung, dann ist das auch Sünde. Das heißt, allein an der Tat kann man es noch gar nicht festmachen. Wir haben auch darüber gesprochen, wie viele Verbrecher haben Gutes getan, nur um sich in dem Gesellschaftskreis, in dem sie sind, irgendwo abzusichern, sich eine Lobby zu verschaffen, damit sie geschützt bleiben und so weiter. Gott lässt sich nicht täuschen. Lass uns mal ein bisschen näher gucken, was Sünde eigentlich ist. Ich glaube schon, das wird für viele einfach fremd sein, dass Sünde eigentlich ein Beziehungsbegriff ist. Das ist für viele abstrakt. Wir kennen Beziehungsbegriffe wie zum Beispiel Freundschaft oder Ehe. Ehe bezeichnet eine andere Art der Beziehung als Freundschaft. Aber es sind Beziehungsbegriffe. Und genauso ist Sünde ein Begriff für die fehlende Beziehung des Menschen zu Gott. Das Gegenteil davon wäre der Begriff Gerechtigkeit. Auch das ist abstrakt. Wenn wir Gerechtigkeit hören, dann denken wir immer an irgendwelche Regeln, an Gesetze vielleicht, an gerechtes Handeln. Und tatsächlich ist es ja so, dass das gerechte Handeln immer in einer Beziehung stattfindet. Wenn du zum Beispiel in einer Beziehung bist, dann wirst du deinen Partner anders behandeln als alle anderen Menschen. Wenn du selber Kinder hast, dann wirst du die anders behandeln als die Kinder von irgendwelchen anderen Menschen. Das heißt, gerechtes Handeln bedeutet nie, dass man alle gleich behandelt, sondern dass man sie entsprechend der Beziehung behandelt. Aber die Frage ist ja, weil das ist ein sehr komplexes System, die Frage ist ja in diesem ganzen Gefüge an verschiedenen Beziehungen, die wir haben, was ist da die Norm für gerechtes Handeln? Ja, und da merken wir, es muss doch irgendwie eine Norm geben. Irgendwo muss doch ein Ansatzpunkt sein, sonst ist man ja völlig verloren in diesen verschiedenen Beziehungen. Ich habe einen Nachbarn, ich habe einen Chef, ich habe Bekannte. Was ist die Norm? Ja, und da geht uns vielleicht ein Licht auf. Die wichtigste Beziehung, zu der wir geschaffen sind, ist die Beziehung zu Gott. Und deswegen sagt Jesus, das wichtigste Gebot ist, dass wir Gott von Herzen lieben und dann unseren Nächsten wie uns selbst. Das ist dieses System, dieses Konzept von Gottes Gerechtigkeit. Das sind die Beziehungen, in denen wir stehen. Und unser Handeln, uns gegenüber auch, wie wir uns behandeln, aber auch wie wir unseren Nächsten behandeln, das muss aus der lebendigen Beziehung, aus der persönlichen Orientierung aus Gott entstehen. Nur wenn ich Gott erkenne, wenn ich Gott recht behandle, werde ich auch anfangen, andere Menschen und mich selber recht zu behandeln. Es geht hier also beim Thema Gerechtigkeit um diese Beziehungen, wunderbar dargestellt in diesem Gesetz, das Jesus gesagt hat, das wichtigste aller Gebote ist genau dieses, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Sünde ist einfach das genaue Gegenteil davon. Ein sündiger Mensch ist gottlos. Er hat keine Beziehung zu Gott. Er ist gottlos. Und deswegen ist er auch ein Gesetzloser. Und hier sind wir schon beim nächsten Punkt. In 1. Johannes 3, Vers 4 haben wir eigentlich eine normative Definition für alle Christen, was Sünde eigentlich ist. Da heißt es ganz einfach, Sünde ist Gesetzlosigkeit. Ganz einfach definiert. Und jetzt die Frage, welches Gesetz? Das arabische, ägyptische oder die Fußballregel? Nein. Wir müssen verstehen, es geht um das Gesetz Gottes. Und selbst da geht es eine Stufe tiefer. Es geht nicht um das geschriebene Gesetz, sondern um Gott als Person. Wir erinnern uns daran, wir haben das gehabt im Unterricht, der Mensch ist ja im Paradies nicht geschaffen worden und hat direkt die 10 Gebote in die Hand bekommen, sondern Jesus stand vor ihm. Durch Jesus ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Gott war in Christus und er schuf diese Welt. Und als der Mensch erschaffen wurde, schaute er direkt in die Augen Gottes. Er war in diese Beziehung geschaffen. Kolosser 1,15 heißt es, dass alles im Himmel und auf Erden durch Jesus erschaffen ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es ist alles durch ihn
und zu ihm hingeschaffen. Und ich liebe diese Definition. Gott ist nicht nur ein Schöpfer, der alles geschaffen hat und dann weggegangen ist und sich entfernt, sondern es ist alles zu ihm hin. Das heißt, die gesamte Schöpfung ist Christus-zentriert. Jeder Mensch sollte sich an Gott orientieren und von Gott her seine Identität als Ebenbild erkennen und auch von Gott her die Normen für das gerechte Handeln als Vorbild sehen und übernehmen. Ich bin fasziniert momentan, wie unser Sohn verschiedene Sachen übernimmt und nachmacht. Ich stecke mir die Ohrenstöpsel rein. Heute kommt Arvid und hat Ohrenstöpsel drin und guckt sich im Spiegel an, will die Ohrenstöpsel sehen. Das ist krass, ne? Also der macht alles nach. Ich bin fasziniert darüber, dass Kinder auf der ganzen Welt die Sprache ihrer Eltern lernen bis ins Akzent. Wie kann man Chinesisch lernen? Ja? Und das als Kind? Ja, aber gerade die lernen es, ich nicht. Das ist interessant, wie Kinder bis in diese Akzente teils Dinge von ihren Eltern übernehmen. Und genau so sollten wir als Kinder Gottes in dieser Orientierung an Gott leben. Als Ebenbilder Gottes sollten wir Gott völlig ausleben, also verwirklichen. Gott will sein Wesen in uns legen. Das Gegenteil ist ein gottloses Wesen. Dann bist du das Wesen, dem das Wesentliche fehlt. Also das Thema Gesetz fängt viel tiefer an. Es geht nicht nur um Regeln, sondern Gott ist das Gesetz in Person. Jesus Christus ist das Gesetz in Person. Und guck, das ist extrem wichtig. In Römer 3, Vers 20 steht, dass durch das Gesetz die Erkenntnis der Sünde kommt. Das Gesetz ist ja nicht schlecht. Paulus sagt im gleichen Brief, das Gesetz ist heilig, es ist gerecht, es ist geistlich, es ist gut. Wenn wir dieses Gesetz Gottes schauen, dann erkennen wir unsere Sündhaftigkeit. Ich weiß doch genau, wie es mir damit ging. Ich habe mal als Teenie, wo ich das erste Mal so richtig die 10 Gebote eingestrengt durchgelesen habe, da habe ich abgehakt für mich. Ja, umgebracht habe ich keinen. Oh, okay, Ehebruch habe ich auch nicht gebrochen. War ja erst, was weiß ich, wie alt. Und dann gelogen. Geklaut, oh je. Immer wieder aus dem Kühlschrank. Dafür war ich bekannt in meiner Familie. Die haben dann so Fächer reinmachen müssen, weil ich immer das Essen weggeklaut habe und so Sachen. Also wenn du das Gesetz hier anguckst, dann erkennst du plötzlich, du bist ein Sünder. Und wenn das gilt, Leute, und jetzt kommt vielleicht ein Punkt, über den du so noch nicht nachgedacht hast. Ich habe auf jeden Fall das so in unseren Gemeinden oder auch auf den Bibelschulen nie gehört. Schau mal, wenn schon allein durch das geschriebene Gesetz Erkenntnis der Sünde kommt, wie viel mehr, wenn wir Jesus kennenlernen? Weil die Tatsache ist ja, dass Jesus das Gesetz ausgelebt hat. Er hat es verwirklicht. Maximal, ideal, optimal, also in alle Details. Jesus hat da nie ein Gebot Gottes gebrochen. Er hat nie eine Sünde begangen. Im Gegenteil, er hat aus der Liebe Gottes heraus das Gesetz erfüllt. Er hat es auch gesagt, Matthäus 5, Vers 17, wo er klar sagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen oder abzuschaffen, sondern ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Das heißt, auszuleben in seiner Tiefe, in seiner Breite. Und wenn schon der Blick in das geschriebene Gesetz Sündenerkenntnis in mir weckt, ja, wie viel mehr muss es dann Sündenerkenntnis in mir wecken, wenn ich Jesus sehe in seinem Lebenswandel, in seiner Art, wie er Menschen begegnet, wie er Menschen behandelt. Das ist ein Punkt, über den viele so nicht nachgedacht haben. Aber guckt euch mal Johannes den Täufer an. Über den sagte Jesus tatsächlich, von allen, die von einer Frau geboren wurden, gibt es keinen, der größer ist als Johannes der Täufer. Johannes der Täufer überragte in seiner Moral, in seiner, ich sag mal, Heiligkeit alle damaligen. Er rief die Menschen zur Umkehr, das war sein Auftrag, den er von Gott empfangen hat. Er taufte sie dort und die Menschen bekannten ihre Sünden. Und interessanterweise, alle Menschen, die dort ihre Sünden bekannten, die weckten in ihm selber nicht jetzt
irgendwas Besonderes. Aber als Jesus plötzlich vor ihm steht und Johannes der Täufer Jesus sieht und den Geist erkennt, erkennt er diese heilige Überlegenheit und fragt ihn: Du willst, dass ich dich taufe? Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen. Seht ihr, wie dieser Mann, der eigentlich viel besser war, ich sage es jetzt mal so, oder moralischer als die anderen, an Jesus erkennt er seine Sündhaftigkeit. Und das ist sehr interessant, wenn ihr das mal tiefer bedenkt, dann merkt ihr, Jesus, der das Gesetz ausgelebt hat, der mit ihm zu tun hatte, der merkte diese Überlegenheit Jesu in allem und der merkt er selber sein zu kurz kommen, der merkt selber seine Sündhaftigkeit. Und das ist entscheidend wichtig, denn schaut, Jesus lebte uns Vollkommenheit vor. Und darum geht es. Er kam ja, um uns zurückzubringen in diese vollkommene, harmonische Beziehung mit Gott. In Matthäus heißt es, da sagt dann dieser Engel zu Josef, er soll seinen Sohn Jesus nennen, denn er wird sein Volk erlösen von aller Sünde. Deswegen kam Jesus ja, um uns da herauszuholen, um uns zurückzubringen auf dieses heilige Niveau Gottes. Deswegen, und auch darüber haben wir gesprochen in unserem Unterricht, das ist ein Punkt, der in der Theologie sehr stark ignoriert wird. Nämlich dieser Punkt, mit dem Jesus seine Predigten im Prinzip begonnen hat, oder auch Matthäus, wenn du siehst, wie er diese Predigten Jesu beschreibt, gleich am Anfang seiner Wirkungszeit, wir haben ja die Bergpredigt zum Beispiel, wo Jesus ja nicht nur diese heilige Vollkommenheit vorgelebt hat, sondern er hat ja auch darüber gesprochen. Er hat das ja gepredigt. Er hat immer wieder das Gesetz, das geschriebene Gesetz, die 10 Gebote genommen und hat sie gesteigert. Diese Steigerung der 10 Gebote. Von dem her, es ist ja völlig verrückt, dass es Leute gibt, die der Meinung sind, Jesus hätte die 10 Gebote abgeschafft. Es ist das genaue Gegenteil, er hat sie ja gesteigert. Er sagte, den Alten ist gesagt, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, wenn du einen anderen Idiot nennst, bist du des höllischen Feuers schuldig. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer schon einer Frau hinterher schaut, sie zu begehren, hat die Ehe gebrochen. Oder diese Sache mit der Feindesliebe, nicht? Du sollst deinen Feind hassen und so weiter. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Ja, liebe Zeit, da merken wir, wenn jetzt der Cornelius als Teenie in dieses Gesetz geschaut hätte, dann hätte er keinen Haken machen können hinter dem Gesetz, du sollst nicht töten. Natürlich habe ich keinen getötet, aber plötzlich merke ich, ja liebe Zeit, wie oft habe ich Fantasien gehabt, andere zu töten, und das habe ich tatsächlich gehabt. Meine Zeit, ich bin als Kind gemobbt worden, ich bin schikaniert worden, ich lag nächtelang wach und habe mir überlegt, wie ich andere die Einzelteile zerlege. Entschuldigung, wenn ich es jetzt so klar sage. Ich habe seitdem mit vielen geredet, die Opfer sind von Mobbing und so weiter, die sich überlegt haben, nächtelang, wie sie andere dafür bestrafen können. Ja? Und da merken wir ein nächstes Übel der Sünde, deswegen erkläre ich das. Sünde ist ansteckend. Wisst ihr, Sünde, einfach mal um 4 Punkte aufzuzählen, Sünde zerstört nicht nur unsere Beziehungen. Das ist ja offensichtlich, dass Sünde Beziehungen zerstört. Wenn ich jemanden belüge, bestehle, dann ist eine Beziehung gestört. Ja? Ist doch völlig klar. Aber nicht nur das, Sünde macht hässlich. Ist euch das mal aufgefallen? Es gibt Menschen, die rein äußerlich wunderschön sind, aber sie sind Egoisten, sie sind stolz, sie sind arrogant. Wenn du mit ihnen zu tun hast, merkst du, was das für widerliche Charaktere sind. Sünde macht hässlich. Sünde macht auch krank. Überleg mal, was wir konsumieren. Unser Lebensstil, Stress ist eine Volksseuche. Falsch zu leben kann krank machen, auch gemobbt werden oder Böses tun. Es kann dir nicht gut gehen, wenn du Schlechtes tust. Sünde macht krank. Psychiatrien sind voll mit Menschen, die durch schlechte Worte zum Beispiel kaputt gemacht worden sind oder durch Sünde ihrer Eltern krank gemacht worden sind oder durch Sünden ihrer Arbeitgeber oder Kollegen krank gemacht worden sind. Ich habe so viel E-Mails, WhatsApps, was ich kriege von anderen Leuten,
wo Menschen mir erzählen, wie am Stock sie gehen innerlich, weil sie von anderen Menschen, mit denen sie umgeben sind, krank gemacht werden. Bis in den Burnout, bis hin in die Depressionen. Ja? Weil andere Menschen ihre Sünden ausleben, ihre Sticheleien, ihre Gemeinheiten und so weiter. Und Sünde ist ansteckend. Und das Krasse ist, da kann einer in Afrika sitzen und schickt dir ein E-Mail, der ist weit weg, aber das, was er schreibt, die Beleidigung oder die Anklage, das macht etwas mit dir, versteht ihr? Das frisst sich in dir rein. Sünde ist gefährlich. Das müssen wir irgendwann mal realisieren. Sünde ist gefährlich. Und das Schlimme ist, sie findet in uns einen Resonanzkörper, so wie wenn du in den Alpen stehst und rufst und es kommt ein Echo. Wenn ein anderer was in mich hineinruft, da kommt eine Reaktion, es erzeugt was in mir. Jesus sagte in Markus 7, Vers 20, aus unserem Herzen heraus kommen all diese schlechten Dinge, Neid, Eifersucht, Mordgedanken, Ehebruch und so weiter, sogar Dummheit. Sünde macht dumm, sagt Jesus. Und das ist wirklich wahr. Und der Höhepunkt der Dummheit ist, zu behaupten, dass es keine Sünde gibt. Jeder, der in sich hineinsieht, kann sehen, dass es diese Sünde gibt. Jesus kam, um uns von Sünde zu befreien. Guck, wir haben in diesem Zusammenhang hier auch gesprochen über diese verschiedenen Definitionen, die es gibt. Die Bibel redet tatsächlich davon, von einem Gesetz der Sünde. Dieses Beispiel die Schwerkraft. Alles, was ich nach oben werfe, fällt nach unten. Ich kann mich anstrengen und nach oben springen oder weit springen, ich lande wieder unten. Genauso kann ich meinen Willen zusammennehmen und versuchen, gegen die Sünde in mir anzukämpfen. Es wird mir nicht gelingen. Das ist dieses Phänomen, was Paulus beschreibt in Römer 7. Wollen habe ich wohl, aber es vollbringen habe ich nicht. Und ich merke, und da haben wir den Idealfall. Paulus berichtet ja dort den Idealfall. Da ist einer, der Gottes Gesetz liebt, der das anerkennt. Der sagt, ich erkenne, dass Gottes Gesetz wahr ist, dass es richtig ist, dass es wichtig ist und ich will es halten. Das ist ja der Idealfall. Die meisten wollen das ja gar nicht. Und selbst wenn du den Idealfall hast und es jetzt halten willst, merkst du, dass du das Gegenteil tust. Du merkst, dass du in einer gewissen Situation wieder das tust, was du eigentlich nicht wolltest. Und dann erst erkennst du, schreibt Paulus in Römer 7, die Sünde, die wie ein Gesetz in dir am Werk ist. Und wisst ihr, ich habe festgestellt durch das Lesen der Bibel, aber auch durch mein eigenes Leben, dass Sünde in zwei Richtungen wirkt. Es ist auf der einen Seite ein Vakuum, also es saugt. Auf der anderen Seite produziert es etwas, einen Druck, wie wenn du einen Topf auf den Ofen stellst und den erhitzt mit Wasser drin. Es entsteht Druck. Es ist beides gleichzeitig da. Sünde erzeugt ein Vakuum und gleichzeitig erzeugt es einen Sündendruck. So habe ich das erlebt und so erklärt das auch die Bibel. Schaut euch an, ich zeige euch, woher das kommt. Das Vakuum in uns, dass wir nicht genug bekommen, diese Gier, die Bibel nennt das Begierde. Das entsteht dadurch, dass Gott in unserem Leben fehlt. Wir sollten erfüllt sein mit der gesamten Gottesfülle. Wenn Gott abwesend ist, ist ein Vakuum in uns. Wir können Gott in unserem Leben nicht ersetzen. Es gibt zwei Kategorien, den Schöpfer und die Schöpfung. Das sind zwei unterschiedliche Kategorien. Gott, der die Welt erschaffen hat, kann nicht Teil seiner Schöpfung sein. Gott ist anders. Und wir als Menschen sind dazu geschaffen, um mit der Fülle Gottes erfüllt zu sein. Wenn aber Gott abwesend ist, bleibt ein Vakuum, das wir mit weltlichen Dingen nicht stillen können. Ich glaube, dieses Beispiel ist ganz gut, wenn du Durst hast und dir jemand eine Pizza bringt. Ja, ist nett, aber du kannst da Wasser nicht ersetzen, das ist eine andere Kategorie. Wer kann dir 20 Burger bringen? Auch recht, aber 20 Burger können nicht einen Tropfen Wasser ersetzen. Und genau so ist es. Wir haben diesen Durst in uns und die gesamte Welt kann diesen Durst nicht stillen. Das ist das, was Jesus sagte. Was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst? Du nimmst Schaden an deiner Seele. Du wirst nie genug bekommen. Das ist ein Phänomen. Das wird ja auch besungen, das wird beschrieben, das wird in Filmen dargestellt. Dieses Fass ohne Boden, dieses I can't get no satisfaction. Ich finde keine Fülle. Mir ist ja selber früher bewusst geworden, wo ich
meine Ziele erreicht habe im Sport, wo ich den Pokal überreicht bekommen habe, stand ich da und habe mich leerer gefühlt als je zuvor. Bei der Siegesehrung, Leute, stand ich auf dem Podium und habe mir dann überlegt, was könnte ich jetzt machen, um mein Leben zu erfüllen? Und hatte die Idee, jetzt, ich kaufe ein Motorrad. Nur ein Motorrad kann mein Leben erfüllen. Und dann habe ich das Motorrad gekauft. Die erste Fahrt war toll, aber ich war nicht zufrieden. Vorverlegte Fußrasten, größerer Tank, Auspuffanlagen. Ich habe das ganze Ding umgebaut. Und wo ich es umgebaut hatte, dachte ich, eigentlich sollst du eine Harley kaufen. Und in dem Moment habe ich gerafft, eigentlich ist das nicht zielführend, weil ich wusste, selbst wenn ich mir jetzt die Harley kaufe, wenn ich die beste Harley habe, es wird mir genauso gehen. Es bleibt immer dieses Fass ohne Boden. Es bleibt diese Leere. Und das hat mich völlig frustriert. Ich saß damals am Waldrand und war in einer totalen Sinnkrise. Ja? Völlig leer, obwohl ich alles hatte. Gesund war, jung war, totale Leere. Du kannst Gott nicht ersetzen. Das heißt, in uns ist dieses Vakuum und das saugt und saugt mehr, mehr, mehr. Und der Mensch versucht es zu erfüllen. Leute, unsere gesamte Gesellschaft funktioniert nur, weil in uns dieses Vakuum ist. Der ganze Fortschritt, der ganze Konsum, mehr kaufen, mehr haben müssen und so weiter. All das funktioniert nur, weil wir Sünder sind, Leute. Das muss uns mal bewusst werden. Das funktioniert alles nur, weil wir immer mehr wollen und nicht genug bekommen. Sport, alles funktioniert nur, weil wir dieses Vakuum haben. Warum stehen die Leute Schlange am Mount Everest, obwohl sie dort über Leichen gehen? Das sind ja hunderte eingefrorene Tote und über die klettern sie rüber, sie müssen unbedingt darauf und auch wenn sie drauf gehen. Der Mensch kriegt nicht genug, weiter, mehr, höher, stärker, krasser, heftiger, Kleider, alles, Musik, lauter. Wir versuchen über die Sinnesorgane unsere Leere zu füllen und wir kriegen nicht genug. Und dann greift man zu Drogen, man greift zu Perversionen, man versucht dieses Vakuum zu füllen, aber man wird nicht satt und drinnen wird es immer leerer, immer finsterer. Das ist dieses Vakuum. Auf der anderen Seite wird ein Druck aufgebaut. Vielleicht kennt ihr diesen Druck. Es ist nicht nur dieses Vakuum, sondern eine Kraft, die uns anfängt zu beherrschen, Dinge zu tun, die wir vielleicht nie tun wollten. Aber wir tun sie. Das zeigt sich in Reaktionen, in Aktionen. Viele Menschen haben Dinge getan, von denen sie nie gedacht hätten, dass sie in der Lage wären, das tun zu können. Ich habe mein Praktikum gemacht im Gefängnis. Ich habe in Tschechoslowakien fast alle Gefängnisse besucht, mit hunderten Gefangenen geredet, die wissen genau, wovon ich rede. Wenn ich über dieses Thema rede, das kennen die. Die haben Dinge getan im Affekt, teilweise, sie hätten nie gedacht, dass sie dazu in der Lage gewesen wären, weil sie jemand provoziert hat oder weil sie in einer gewissen Notsituation waren und eine Lösung gesucht haben und plötzlich haben sie jemanden umgebracht oder sonstiges und plötzlich staunst du über dich selber. Wir meinen, wir haben die Sünde im Griff, aber sie hat uns im Griff. Guckt, es gibt dieses Gesetz der Sünde, das in uns am Werk ist. Und wir müssen eines begreifen. Das Evangelium, das Gott uns anbietet, ist mehr als nur Vergebung und unendliches Leben. Auch darüber haben wir gesprochen. Das wäre keine Lösung für das Problem der Sünde. Das wäre einfach nur eine Schminke. Das ist das, was Jesus sagt. Ihr putzt die Töpfe außen, aber innen sind sie voller Unrat, voller Schmutz und Gesetzlosigkeit. Das ist so, wie wenn wir äußerlich einen sauberen Topf haben, aber er steht auf der Herdplatte und es kocht. Und das ist so, als ob Jesus uns nur äußerlich den Topf reinigt, aber der Druck bleibt. Leute, das ist die Realität aus meinem Leben über viele Jahre. Ich wusste, dass Jesus Sünde vergibt. Ich habe immer wieder Buße getan für die Sünden, die ich getan habe, auch wirklich von Herzen. Ich habe auch Vergebung gefunden, aber da war keine Lösung. Die Sünde war weiterhin in mir am Werk. Ich kam da nicht raus und ich meinte, das ist alles. Das ist aber nicht alles. Wir müssen verstehen, dass das Evangelium uns mehr bietet als nur Vergebung. Schon das ist viel. Aber es gibt bei einer Münze zwei Seiten. Schaut, das Kreuz, das Jesus Christus für uns sein Blut vergossen hat, das zielt auf die Vergebung der Sünden ab, auf die Reinigung. Und schon das ist viel.
Aber die andere Seite der Medaille ist, und das ist etwas, was nicht jedem schmeckt, das ist diese Tatsache, dass wir mit Christus gekreuzigt sind. Wenn wir zum Beispiel Paulus lesen, Römer 6, wo er interessante Formulierung sagt, wir wissen aber, und das ist die Frage, ob du das weißt, wir wissen aber, und dann fragt er später, wisst ihr nicht? Ja, was weiß ein Christ und was wissen manche anscheinend nicht? Ja, die Tatsache, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, das ist etwas, was völlig unterbelichtet ist in den Gemeinden, weil auch viele Prediger dieses Thema nicht verstehen. Das ist ja klar, wie willst du etwas predigen, wenn du es nicht verstehst, wenn du es noch nicht mal einsiehst? Guck mal, ich habe zu dem Thema Lukas 9, 23, wo Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das klingt immer so negativ, ne? Das klingt immer so streng, stimmungsdämpfend. Oh, das kommt einmal im Jahr, aber ansonsten fröhlichere Sachen. Ja? Wir verstehen dieses Thema nicht. Was ist denn damit gemeint? Und guck, ich möchte Folgendes behaupten. Das Evangelium, das wahre Evangelium der Bibel, wir nennen es ja auch die gute Nachricht. Die gute Nachricht des Evangeliums, das ist nicht für alle eine gute Nachricht. Für viele Menschen klingt das nicht wie eine gute Nachricht. Guckt, ich möchte euch das mal erklären. Im Prinzip klingt das Evangelium nur für jene als gute Nachricht, die eine echte Sündenerkenntnis haben. Für diejenigen, die wie Paulus in Römer 7 an dem Punkt angekommen sind, dass sie sagen, ich erkenne Gottes Gesetz an, ich sage es jetzt mit anderen Worten, ich erkenne die Heiligkeit Jesu an, ich möchte so leben wie er, ich streng mich an, ich liebe Jesus, aber je mehr ich es versuche, desto mehr merke ich, in mir ist ein Gesetz, das mich abhält, das Gesetz der Sünde, es ist in Kraft, ich schaffe es nicht, mich zu ändern. Und dann sagt er diesen krassen Satz, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Er schreit nach Erlösung. Und da muss ein Mensch hinkommen, dass ein Mensch Erlösung sucht, und zwar von sich selber. Er merkt, das Problem bin ich. Davor schiebt er die Schuld noch auf andere. Der hat mich provoziert, aber so schlimm bin ich gar nicht. Der hat angefangen, sonst hätte ich das nicht gemacht. Man redet sich noch raus, man versucht sich zu rechtfertigen. Man will nicht sich eingestehen, dass Jesus recht hat. Dass in mir Sünde ist. Man will es nicht wahrhaben. Wisst ihr, viele sind unter dem Gesetz. Auch darüber haben wir geredet, diese Definition. Denkt diesen Kochtopf, wo Wasser kommt.